Fahrt bis hier. Johannes hat mir nichts getan. Ich kenne ihn nicht, weiß jemand, der so heißt. Ich schon. Mindestens zwei. Selber schuld. Ich glaube, du kennst einen flüchtig. Ja. Ich werde jetzt aber nicht sein Namen, sein Nickname sagen. Sein Nickname. Bei YouTube. Ja. Kenne ich einen, der so heißt. Ich flüchtig. Dachte, du kennst ihn flüchtig, ja. Wenn das überhaupt nicht flüchtig ist. Jetzt will ich welche Namen gleich sagen, wenn dann das sagt. Ja. Ah, ja. Mach eine Zeichensprache. Ich würde mir hier drauf antippen, aber auf einem Bildschirm, aber da sehst du gerade nicht. Johannes. Der, dem ich gesagt habe, ich nehme jetzt gleich mit dem Smartphone von Yo. Ah. Ist das flüchtig oder ist das mehr weniger als flüchtig? Ich glaube, gesprochen haben wir noch nie miteinander. So mehr, weniger als flüchtig. Vom Namen her kenne ich ihn, sagen wir so. Zwar nicht vom Vornamen, aber vom Nickname. Jetzt weiß es. Jo. Jetzt kannst du dir ein Eis kaufen. Nee. Du hast ja noch sofort Gewinn von Mc's. Eben, wo ich gerade sagen. Ich habe doch nur ungefähr 8 Eistüten, die ich einlösen kann. Die sind auch eigentlich voll lecker, aber ich komme nicht auf die Idee. Weißt du schon, dass ich mir jetzt denke, oh, jetzt hast du mal Bock auf ein Eis. Geh mal zu Mc's. Ups. Ich wollte gerade sagen, du bist irgendwie dran vorbeigefahren. Bams. Bams, Bams, Bams. Ah, so noch ein bisschen Zeit, kannst du mal Unfälle bauen. Oh ja, jetzt schon da. Ganz entspannt. Oh, oh, ja, oh, halt, halt, was ist los, Spiel? Nicht hier rummeckern, Sicke. Hallo. Schnell, steig ein. Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Scheiße, wie haben die mich gefunden? Fahr mit dem Freund zurück. Und jetzt schnell zurück zu Lukas. Machen wir. Das musste sein, ne? Wie ist das geschafft? Ach, wo ist Polizei? Jetzt ist er. Da gibt es auch einen Strafzettel. Ach. Also? Das ist genauso wie die PlayStation. Also. Ich muss jetzt halt noch jemanden überfahren. Okay. Ich hab's ja verstanden, Christoph. Ist gut. Abbiegen! Wow, wow, wow. Oh mein Gott! Oh mein Christoph! Bring erstmal wieder Ruhe ins Spiel, genau! Das ist nur zurückfahren, lenkt man. Verzeihle! Du hast 48 Energiepunkte, du kannst auch Unfälle bauen. Ich frage so viel Bock in dein Auto noch. Ich muss hier der laufen. Doch, du klaust mir halt ein neues. Richtig. Da musst du immer wieder auftanken. Tanke stört halt auf. Du musst eine Tankstelle finden. Ja, und ihre Sirene sind hier so ätzend. Ach, das ist so. Alter Schlawiner da. Hätte wieder nur von der Polizei gesucht, aber ist doch scheißegal, ne? Ja. Ich? Moi? Ich hab nichts gemacht. Mein Auto ist halt ein bisschen lädiert, okay, aber. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ja, komm, leck mich. Jetzt mach. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Männer den gleichen Anzug anhaben? Nein. Tommy hat den auch an. Na gut. Die haben nur einen Anzug gewonnen. Zwei. Einen weißen und einen schwarzen. Was hat seine Ehre eigentlich? Weste. Ich glaube, eine Weste, ja. Oh! Komm, kannst du hier noch einen? Ich glaube, jetzt wird er schon angepisster sein, ne? Okay, der hängt fest. Komm mal weiter. Pass auf, jetzt fahre ich los und jetzt kommt er dann frei. Zu blöd. Polizei. Ich wollte ja kooperativ sein, aber mit so viel Blödheit, ne.
habe absolut keine Ahnung, wie groß der Umfang ist. Einmal, ne? Letzte Mal dachte ich auch, ja, wenn du in dem Umkreis bist, dann reagieren die. Haben letztens vorhin nicht reagiert. Ja. Jetzt bin ich außerhalb des Kreises gewesen, da reagieren die. Tja. Ah, war vielleicht anders vor dem toten Winkel. Das kann sein, genau. Ja, zumindest eine logische Erklärung. Die wollen jetzt, also was heißt die wollen, aber irgendwelche Ostasiaten, die ja jetzt in ihrem Arbeiten, dass dann hier die Rücksitz und sowas, ne? Transparent wirken. Über eine Kamera. Skandalös. Also sie werden nicht durchsichtig, du kannst nicht durchgucken, sondern wenn du dann irgendwie so eine Parkhilfe brauchst. Was so. Dann quasi transparent wirken, dass du da durchgucken kannst. Du siehst zwar noch die Umrisse und sowas, schemenhaft, aber letztendlich kannst du da durchgucken. Oder irgendwie eine Kamera, weil die sitzen aus einem bestimmten Stoff bestehen und das hält. Und ach, keine Ahnung. Dir auf jeden Fall keine anderen Sorgen. Punkt. Oder du lernst einfach vernünftig zu fahren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder man kann einfach mal Auto fahren, so wie ich hier. Nur einfach alles platt fahren. Einfach die Flinte läuft. Ich glaube, ich weiß, welches Auto ist das mal gut. Werden wir es jetzt schon sehen? Nein. Jetzt siehst du die Autos vorher nicht mehr. Jetzt fährst du nur hin. So. Stell dich auf die Rampe. Komm, mach. Was ist los? Lukas! Sie haben mitgekriegt, wer es war. Sie wissen, wo du bist. Blas, ich habe gehört, guck dass auf sie dich herab. Wollen. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ich könnte jetzt sitzen. Tust du aber nicht. Weil Tom zur Stelle war. Ja, wie verliebt er da oben getroffen hat, ne? War mehr weil Tom zur Stelle war. Okay, setzt euch erstmal. Tom und ich haben einiges zu besprechen. Kommt okay. Erstmal runter, würde ich sagen. Nicht setzt Tommy, du. Ich habe was Schönes für dich. Ein 16-Zylinder mit toller Karosserie. Ein echtes Sammlerstück. Und wo finde ich den? So ein Sprech Playboy. Nicht so von oben okay, herab. Heute eine Party. Er hat viele Gäste geladen und einer davon besitzt das Auto deiner Träume. Du knackst es wie jeden V16. Aber ansonsten ist es eher ein Kunstwerk als ein Auto. Es ist nicht zu übersehen. Da stehen heute eine Menge teurer Karren rum. Gut, danke für den Tipp. Ah, Hananbuch, kleiner Schmalspur, nicht Johannes. Wichser. Ganove. Schmalspur-Wichser. Schmalspur-Wichser. Einfach immer überall Wichser dran kloppen. Schmalspur-Wichser. Ich mach eben das Frühstück Wichser. Jetzt hattest du früher einen Scheißjob, glaub ich. Hier, Taxifahrer. Ja, Tankstelle auch. Gut. A13. Ist jetzt noch nicht abgefallen, ist, ne? Da wundert mich ja schon. Wenn eins hält, dann ist das noch ein Schild. Ja, genau. Alles fackelt ab. Das ist ein Schild, den erkennt man dann. Immer. Wo ist das eigentlich hin? Das reicht für den? Ja. Okay. Das ist bei der Wichser, der Earl of Cockwood. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich meine nur das englische Cockwood. Ja. The Earl of Cockwood. Ja, gut, ja auch noch, ne? Ja? Gut, ja auch noch, wenn das sowas wie Gold sein soll. Das heißt ja auch sowas wie. Gut heißt in dem Fall Wald. Gut, das ist auch so wie Steiben haben. Ich bin da neutral drüber eingestellt. Ich finde das lustig, wie der Mittelstreifen einfach mal unscharf ist und je näher du ranfährst, dann wird er doch irgendwann mal scharf. Weil wann kommt der nicht hoch? Was? Der kommt da nicht hoch? Ja, genau. Der ist dann wie der Wohlstand bekannt, weißt du? Also, weil sie so billig Karren, die kommen gar nicht mehr hoch. Hochlaufen kann er sowieso keinen Arsch. Natürlich auch die steilere Strecke wieder genommen. Ja gut. Ich wechsle immer zwischen dem ersten und dem. Bleib doch im ersten! Mach doch manuelle Schaltung. Was hast du denn da gemacht?